Ist das denn überhaupt vegan? Guten Morgen Deutschland! Diese Frage bekommt ein Veganer eigentlich in aller Regelmäßigkeit zu hören, wenn er irgendwas isst oder gegenüber der Nicht-Veganer nicht weiß, ob das vegan ist. Und er fragt sich, kannst du das überhaupt essen? Darfst du das essen? Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich gestern schon in aller Ausführlichkeit mit euch besprochen habe. Wer das Video noch nicht gesehen hat, unbedingt reinziehen. Wenn es zu schnell geht, dann einfach unten bei den YouTube-Einstellungen auf halbe Geschwindigkeit, dann ist das einfacher zu verstehen. Ja, generell, was macht man in so einer Situation? Also generell, ich kann nur immer für mich reden. Ich persönlich, wenn mich jemand fragt, und das habe ich mir auch erst seit ein paar Wochen, kann man schon sagen, angewöhnt. Ist das denn vegan? Darfst du das sozusagen essen? So, und dann sag ich persönlich eigentlich immer, das ist mir egal. Ist mir doch egal, ob es vegan ist. Was interessiert mich dieser Begriff vegan? Ich esse bestimmte Dinge, weil sie mir gut tun oder weil ich damit Dinge nicht unterstützen möchte. Also zum Beispiel bei veganer Ernährung. Ich möchte, dass kein Tierleid initiiert wird. Und ich möchte das für mich persönlich nicht und ich möchte den anderen Grund mich gesund ernähren. So, mit einer veganen Ernährung, ich sage jetzt vegane Ernährung, mit einer pflanzlichen Ernährung ist es natürlich so, dass ich meiner Gesundheit was Gutes tue. So, das ist eine. Und ich möchte, dass nicht das fühlende Lebewesen nicht leiden müssen. So, und das ist für mich sozusagen, warum ich Veganer bin. Veganer ist jetzt immer, wie gesagt, der Begriff. Warum ich mich pflanzlich ernähre. Weil ich nicht möchte, dass fühlende Lebewesen leiden. Und das ist mein Strich, den ich ziehe. Wenn jetzt Bakterienkulturen gezüchtet werden, was auch Lebewesen sind, und das zählt dann im engsten Sinne nicht mehr als vegan, weil es nicht pflanzlich ist, dann esse ich persönlich das trotzdem, weil es keine fühlenden Lebewesen sind. Das ist für mich die Grenze. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Veganer, obwohl ich mich pflanzlich ernähre. Weil ich eben bei solchen Sachen einfach sage, es entsteht kein Tierleid für mich, kein fassbares Tierleid. Tierleid ist für mich, wenn ein Tier weinen kann oder wenn ich den Schmerz spüre. Wenn ich für mich meine ich habe ja auch aus meinem persönlichen Empfinden bin ich ja vegan geworden. Aus meinem persönlichen Empfinden. Und das ist eine Grenze, die ich für mich ziehe. Es gibt kein moralisch richtig oder moralisch falsch. Das ist immer nur ein Abbild der aktuellen Gesellschaftslage und entsprechend gibt es da kein richtig oder kein falsch. Und jeder entscheidet das für sich. Jeder ist aus einem bestimmten Grund Veganer geworden, aus einem intuitiven Gefühl heraus. So, und wenn ihr dieses intuitive Gefühl vergewaltigt, indem ihr an einem Begriff hängt und dann sagt, oh nee, jetzt das darf ich doch nicht, obwohl eigentlich intuitiv das sich für euch okay anfühlt. Wie gesagt, es gibt kein objektives okay und nicht objektives okay. Es ist genauso objektiv okay, ein Rind zu essen wie ein Brötchen. Das ist vollkommen objektiv okay, weil es gibt kein Objektiv. Deswegen ist es okay, weil es existiert es nicht. Versteht ihr das? Es gibt es nicht. Nach eurem Empfinden, jeder entscheidet das für sich, was für ihn richtig und falsch ist. Und entsprechend, ja, wenn so eine Frage also kommt, sagt einfach, das ist mir egal. Es ist mir egal, ob es vegan oder nicht vegan ist. Wenn ich ein Produkt esse, dann muss das meine Richtlinien, warum ich mich dafür entschieden habe, dieses Produkt zu essen oder mich entscheide, meine Ernährung danach auszurichten, das muss dem genügen. Und für mich persönlich ist das jetzt, dass es gesund ist und dass es kein Tierleid sozusagen hervorgerufen hat. Und zwar Leid in dem Sinne, wie ich das begreife. So, wenn ihr das so sagt, dann tut ihr nämlich auch beim Gegenüber ein gewisses Umdenken, auch was die Veganer angeht, auslösen. Die Menschen merken, okay, ihr seid reflektiert. Ihr wollt nicht nur einer Modegruppe zugehören, weil die Kritik, die vor allem von den Nicht-Veganern hervorgebracht wird, ist, dass der Veganismus so eine Modeerscheinung ist. So, das ist sie aber nicht, sondern das ist ein Evolutionsprozess, ein geistiger Evolutionsprozess. Wir haben für uns herausgefunden, dass tierische Nahrung nicht notwendig ist. Wir können uns mit pflanzlicher Ernährung vollwertig ernähren. Und was wir nicht können, das B12, das können wir herstellen. Und entsprechend überhaupt kein Problem. Und dieses in die Köpfe der Menschen zu bringen, dass dieser Veganismus ein reflektierter Prozess ist und kein Mitläufertum, wenn es zumindest bei euch so ist, und ich hoffe, dass das bei euch so ist, weil nur dann tut ihr euch auch was Gutes, wenn ihr euch vegan ernährt. Das ist eigentlich so meine Message, die ich euch rüberbringen möchte, dass ihr, wenn jemand über vegan redet, egal welche Frage, geht nicht auf den Begriff ein, sagt gleich, das Vegansein ist mir egal, ich mache das und das und zeigt ihnen eure Absichten und gebt ihnen ein bisschen mehr Tiefe, wenn um das Gespräch geht. Auch wenn es manchmal schwer fällt, weil man ja häufig vielleicht mit solchen Fragen konfrontiert wird, aber gebt den Menschen Tiefe. Und das ist mein Anliegen.
Ansonsten möchte ich nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen durch einen Kommentar von der Dani. Dass, wo ich gesagt habe, ja, so Kochen ist nicht mehr so meins und ich fühle, ja, dass ich da Probleme bekomme bei der Kochkost, die ich sozusagen spüre und daher mich jetzt rohköstlich oder vorwiegend rohköstlich ernähre. Und da ist es so, die Probleme, die ich jetzt spüre, die sind nicht plötzlich jetzt gekommen. Die waren früher da, bloß sie waren immer da und ich habe sie nicht als Probleme wahrgenommen. Und das ist eben genau sowas. Wenn man eine Zeit lang und viele, die zum Beispiel zur Rohkost gewechselt sind, da habe ich das schon sehr häufig gehört, so, dass wenn sie eine lange Zeit, also eine lange Zeit, sagen wir so, über 1-2 Monate rohköstlich sich ernährt haben, dann haben sie ein anderes Körpergefühl entwickelt. Und dann merkt man, wenn man Kochkost isst, oh, das ist aber jetzt anders und das ist unangenehm und man fühlt sich nicht so fit und so weiter. Und das hat man früher, das war Normalität, das war die absolute Normalität des Lebens und diese Sachen werden jetzt als Problem wahrgenommen. Also die Relationen haben sich geändert und entsprechend ist da, es gibt genauso wie was ich vorhin gesagt habe über diese Objektivität, auch jetzt ist es wieder so, da gibt's nicht, das ist ein Problem, das ist nicht ein Problem, das tut jeder für sich selber beurteilen. Und wenn ich jetzt sage, ich fühle mich mit der Kochkost unwohl, weil es mir Probleme verursacht, dann ist das das, wo ich vor einem Jahr gesagt habe, wunderbar, total gesund, total geil. Und das muss man immer, immer wieder in sein Köpfchen bekommen. Egal was im Leben ist und was man im Leben erkennt, was man versteht oder zu glauben verstehen oder ja, glaubt zu verstehen, das ist immer alles relativ. Und entsprechend möchte ich euch wieder in diesem Video so eine Demutshaltung irgendwo initiieren in euch, weil egal was ihr denkt und glaubt, es ist nicht wahr, es ist nicht wahr und es hat auch keine Bedeutung, es ist einfach, ihr müsst wirklich runterkommen, weg von all dem was ihr denkt, was ihr glaubt, einfach weg, ihr müsst alles wegtun und ja, und dann einfach immer die Dinge ganz einzeln, ganz nüchtern, ganz sachlich, aber wirklich ganz einfach, lebt einfach. Und ja, ich bin wieder dort gelandet, wo ich eigentlich in der Zufriedenheit fuße und das Video hat sich nun mal wieder in diese Richtung entwickelt und ja, das damit möchte ich eigentlich auch stehen lassen. Ich wollte eigentlich noch was ganz anderes sagen, aber ich habe gerade wieder so eine Erkenntnis halt einfach. Es ist alles total einfach. Es ist einfach. Das Leben ist so einfach. Man darf sich wirklich da nicht große Platte machen. Das Leben ist einfach wunderschön und es ist einfach und es ist. Ach, ich freue mich aufs Wochenende. Ja gut, das soll es heute gewesen sein. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.